Ja, und ich habe jetzt einen hier, der ein bisschen Sachverstand hat, damit ich nicht irgendwie was erzähle, was irgendwie völlig ohne Hand und Fuß ist. Hallöchen. Ja, hallöchen. GastroTV. Toll, dass ihr hier seid, ja. Na, heute steht hier auf der Tagesordnung der Bezirksverordnetenversammlung Neukölln die Bebauung des Tempelhofer Feldes. Das ist ein sehr merkwürdiger Umstand, weil es üblicherweise so ein Tagesordnungspunkt hier behandelt wird, um ihn dann in die entsprechenden Ausschüsse zu verweisen. Das ist hier ausdrücklich nicht gewollt worden, sondern es muss anscheinend dieses Votum durchgewunken werden, weil nächste Woche Dienstag kommt die Senatsfraudirektorin und dann sollen hier Nägel mit Köpfe gemacht werden. Aber besonders pikant ist, dass der Teil, der hier so leichtfertig von CDU und FDP zur Bebauung freigegeben werden soll, dass es sich dabei um den ehemaligen Volkspark Neukölln handelt. Ah. Ja, und wenn man den Bezirksbürgermeister Herrn Buschkowski darauf anspricht, sagt er, das Tempelhofer Feld sei nicht gehöre nicht zu Neukölln, das sage doch schon der Name. Ja. Aha. Gut, also deshalb sind wir heute hier. Kann das sein, dass man räumlich nicht so ganz orientiert ist? Weil soweit ich weiß, ist das Tempelhofer Feld grenzt es an mehrere Bezirke. Er müsste es ziemlich gut wissen, weil er ist nämlich auch im Aufsichtsrat der landeseigenen Gesellschaft Grün Berlin, die ja praktisch das Feld bewirtschaftet. Und er ist aber auch im Aufsichtsrat pikanterweise der Stiftung, die zum Beispiel sich darum bemüht, dass ihre Gesellschaft, das ist die ECE, praktisch der Monopolist für Ringcenter, nämlich da unten die Zentrale und Landesbibliothek errichtet. Ist ja schwer beschäftigt, der Mann. Wie viele Posten hat er noch? Kommt er nochmal zum Buchschreiben? Ob da nochmal ein Buch zu rauskommt? Das steht hier heute auch. Er steht hier heute auch auf der Tagesordnung, weshalb ja eben auch sehr viel Presse und Medien vorhanden sind. Das kommt noch dazu. Nämlich seine Nebentätigkeit und seinen Nebenerwerb. Da kann ich jetzt so nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Aber das Tempelhofer Feld, soweit ich informiert bin, hat es ja mal einen Bürgerentscheid darüber gegeben. Nee, soweit ist es noch nicht. Es hat eben 33.500 Unterstützungsunterschriften gegeben für einen Antrag auf Volksbegehren. Das schlummert im Moment gerade in der Senatsverwaltung so vor sich hin. Und wir wollen eigentlich hoffen, dass dieses Volksbegehren auch zugelassen wird und dass wir vor allen Dingen auch mit den Berliner Abgeordneten darüber ins Gespräch kommen. Für heute war ursprünglich sogar geplant, die Abgeordneten auf das Feld einzuladen und ihnen unser Tempelhof-Feldgesetz zu erläutern und sie dazu zu bewegen, dem zu folgen, was eigentlich die Mehrheit der Berliner will, dass das Tempelhofer Feld so bleibt und so genutzt werden kann, wie es auch jetzt schon millionenfach von den Berlinern genutzt wird und beliebt ist und das auch schon seit Jahrhunderten immer frei zugänglich war für die Berliner. Schönen Dank für deinen Einsatz. Ja, danke dir auch.